Ich schrie auf, als ein Slushy über mein Haar und meine Kleidung lief. Ich wirbelte herum und Cassie lachte, als sie Ryan einen Kuss auf die Lippen gab. Hast du wirklich geglaubt, Ryan würde mit einem Mädchen wie dir ausgehen? Witzig, spottete Cassie und machte das L-Zeichen auf ihrer Stirn. Es war eine Mutprobe, nicht mehr oder weniger. Ryan und ich kommen aus der gleichen Welt. Reichtum. Du wirst nie so wie einer von uns sein und jemals in unsere Welt passen, egal wie sehr du es versuchst. Schade. Ich wollte Cassie gerade angreifen, als Diandra, meine beste Freundin, mich zurückhielt. Sie ist es nicht wert. Du hörst besser auf deine Freundin. Komm schon, Ryan, lass uns hier verschwinden. Ich sah zu, wie mein Erzfeind und mein Schwarm Hand in Hand weggingen. Du fragst dich wahrscheinlich, wie ich hergekommen bin? Nun, schau dir meine Geschichte an und ich werde es erklären. Am Wochenende vor meiner millionsten Begegnung mit Cassie hatte ich ein Date mit Ryan, der damals Cassies Ex war. Seit ich Ryan auf dem College gesehen hatte, war ich total in ihn verknallt. Also warum sollte ich nicht mit ihm ausgehen, wenn er mich fragt? Alles lief super bei unserem Date, aber es war Zeit zu bezahlen. Er machte mir weiß, dass seine Brieftasche weg ist, also mussten wir den ganzen Abend spülen. Ich hab dir gesagt, dass du dich von Ryan fernhalten sollst, sagte die andere, während sie im Badezimmerspiegel Slushy aus meinem Haar zupfte. Ich drehte mich zu ihr um. Ist es schlimm, dass ich noch in ihn verknallt bin? Es ist nicht schlimm, aber ich würde es nicht ausleben. Ryan ist ein Dreckskerl und du brauchst jemanden, der sich um dich kümmert, Phoebe. Du hast recht, ich brauche jemanden, bei dem es nur um mich geht und nicht um einen egozentrischen Fußballer. Als ich mit Diandra aus dem Badezimmer ging, musste ich zugeben, dass ein kleiner Teil meines Herzens immer noch Ryan wollte. Während der Woche sah ich Ryan und Cassie in meinem Klassenzimmer und lächelte sie an, als wären wir Freunde. Diandra sagte mir, ich sei verrückt, aber was soll ich sagen? Ich konnte nicht nachtragend sein. Etwa 2 Wochen später lief Ryan mit einer Mütze auf dem Kopf über den Campus. Diandra stupste mich an. Was meinst du, was da passiert ist? Was meinst du? Mit Ryans Haaren. Er liebt seine Haare so sehr, wie er Football liebt. Es ist unmöglich, dass er das abdeckt. Diandra hatte recht. Irgendwas stimmte nicht. Während des Unterrichts forderte Mrs. Rivers Ryan auf, die Mütze abzunehmen. Aber Sir, was hat meine Kopfbedeckung damit zu tun, ob ich lerne oder nicht? Keine Kopfbedeckung in meinem Unterricht, Mr. Felix. Nehmen Sie sie ab oder gehen Sie, wenn Sie für den Rest des Semesters nicht mehr zurückkommen wollen. Ryan nahm langsam die Mütze ab und es war kahl. Es herrschte einen Moment lang Stille und dann lachten alle. Seid ruhig, seid still, lasst uns weiterarbeiten. Während des Unterrichts hörte man immer noch Kichern und Leute warfen Spucke auf Ryans Kopf. Ich konnte nicht anders als Mitleid zu haben. Als der Unterricht zu Ende war, setzte sich Ryan die Mütze auf und verließ das Klassenzimmer. Als Diandra und ich auf den Flur kamen, hatten Cassie und Ryan eine hitzige Diskussion. Ich schätze, Cassie mag es nicht, wenn ihre Jungs eine Glatze haben, grinste Diandra. Einer der Jungs rannte zu Ryan herüber, riss ihm den Beanie vom Kopf und rannte davon. Cassie schrie ihn an. Es ist aus zwischen uns! Aus! Als sie losstürmte, ging ich zu Ryan rüber, obwohl Diandra versuchte, mich aufzuhalten. Hey, Ryan! Was willst du? Ich zog einen Hut aus meiner Tasche. Das ist der Glückshut meines Dads. Ich trage ihn als Erinnerung daran, ihn jeden Tag zu schätzen. Du kannst ihn benutzen, wenn du willst. Ryan nahm den Hut. Danke. Ich bin hier, wenn du reden willst. Ich wollte mich zum Gehen wenden, als er meine Hand nahm. Danke, das hättest du nicht tun müssen. Es gab einen Zwischenfall beim Friseur und statt Schaum wurde Haarentferner auf meinen Kopf verwendet. Das tut mir leid, aber du weißt doch, dass Haare nachwachsen, lächelte ich. Er zuckte nervös zusammen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, wie ich dich im Restaurant behandelt habe. Das hast du nicht verdient. Ich weiß, das habe ich nicht. Diandra winkte mir zu. Hör mal, ich muss jetzt gehen, aber wir sehen uns später, okay? Klar doch. Ich ging zügig dorthin, wo Diandra auf mich wartete. Bist du verrückt? Warum bist du so nett zu ihm, nach dem, was er dir angetan hat? Ich schaute zu Ryan hinüber. Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Kerl ist. Er hat nur die falschen Leute um sich herum. In der nächsten Woche erschien Ryan mit Sonnenbrille und einem Schal, den er sich als Mütze um den Mund gewickelt hatte, zum Unterricht. Ohne seine Footballjacke hätte ich ihn nicht erkannt. In der Mittagspause kam er zu Diandra und mir rüber. Hey, Phoebe, kann ich dich mal bitte sprechen? Klar! Diandra rollte mit den Augen. Ich ging mit Ryan zu der überdachten Tribüne, wo wir saßen. Er nahm die Sonnenbrille und das Halstuch ab. Seine Haut war rot und fleckig. Was ist passiert? Ich habe gestern Abend meine Aknecreme benutzt und bin aufgewacht wie ein Freak. Warst du beim Arzt? Ich glaube nicht, dass das helfen wird, es zuzudecken.
Ich habe heute Nachmittag einen Termin. So kann ich nicht auf dem Campus rumlaufen. Glaubst du, jemand hat es auf mich abgesehen? Ich lachte. Keiner hat es auf dich abgesehen. Solche Dinge passieren normalen Menschen ständig. Mir passiert sowas nie. Vielleicht will dir das Karma was sagen. Vielleicht ist es das. Ryan und ich fingen an, mehr auf dem Campus und außerhalb des Campuses abzuhängen, trotz Deandras Warnung, mich von ihm fernzuhalten. An einem Freitagabend kam in den Nachrichten ein Bericht über eine Schlägerei mit College-Studenten nach einem Footballspiel. Der Reporter sagte, dass einige der Studenten ins Krankenhaus eingeliefert wurden. An diesem Wochenende versuchte ich mehrmals, Ryan anzurufen und es ging nur die Mailbox ran. Dann tauchte Ryan am College auf. Er war aus der Fußballmannschaft geflogen und hatte einen gebrochenen Zahn. Ich habe mir große Sorgen um dich gemacht, ich streichelte sein Gesicht. Ich nehme an, du hast von dem Streit gehört. Ich habe versucht, dich anzurufen. Was ist mit deinem Telefon passiert? Ich habe mein Telefon während des Kampfes verloren. Mehr als das. Ein paar Tage später, als Deandra und ich von Joyce kamen, beschlossen wir, in den Miniladen zu gehen, um eine Schachtel Färbemittel zu kaufen. Welche Farbe sollte ich deiner Meinung nach nehmen? Rosa habe ich noch nie ausprobiert. Gerade als wir die Tür öffneten, um den Minimarkt zu betreten, schob sich jemand an uns vorbei und rannte raus. Haltet den Dieb! Der Ladenbesitzer rannte an uns vorbei. Hast du das gesehen? Fragte Deandra, als wir die Tür schlossen. Was? Seine Jacke. Das war Ryans Jacke. Ich erstarrte. Bist du sicher? Ja, auf der Rückseite stand Felix. Ich glaube nicht, dass er so dumm sein würde, einen Laden mit einer Jacke zu überfallen, auf der sein Name steht. Wie auch immer, ich werde es dem Besitzer sagen, wenn er wieder reinkommt. Deandra hielt ihr Wort und erzählte dem Ladenbesitzer, was sie gesehen hatte, als er zurückkam. Er rief die Polizei und ein paar Minuten später gaben Deandra und der Besitzer ihre Aussagen ab. Als die Polizei weg war, wandte ich mich an Deandra. Hast du Ryan so sehr, dass du zur Polizei gehst, ohne vorher mit ihm zu sprechen? Ich komme später zu dir. Ich verließ den Laden und ging den Rest des Weges alleine. Gegen Mitternacht erhielt ich eine SMS von Ryan, nachdem ich am frühen Nachmittag vergeblich versucht hatte, ihn zu erreichen. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich war auf dem Polizeirevier. Irgendwas mit einem Raubüberfall. Oh, ich habe versucht, dich anzurufen. Woher wusstest du das? Deandra und ich haben gesehen, wie der Typ mit deiner Jacke aus dem Laden gerannt ist. Ich habe Deandra gesagt, dass wir dich zuerst hätten anrufen sollen, aber sie hat nicht auf mich gehört. Es tut mir leid, dass das passiert ist. Meine Stimme brach ab und ich weinte. Es ist nicht deine Schuld, Phoebe. Bitte weine nicht. Ich rufe dich später nochmal an. Ich bin erschöpft. Okay. In den nächsten Wochen lebten Ryan und ich uns auseinander und ich war traurig drüber, bis er eines Nachmittags mit mir sprach. Hey, es tut mir leid, dass ich so distanziert gewesen bin. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken. Ist schon gut, ich verstehe das. Er hielt meine Hand. In den letzten Monaten habe ich erfahren, was meine Freunde wirklich über mich denken. Es hat mir die Augen geöffnet und du warst die einzige Person, die zu mir gehalten hat. Phoebe, ich würde gerne zu einem richtigen Date mit dir gehen und dann vielleicht nach Coney Island fahren. Ich weiß, dass du da schon immer hin wolltest. Meine Augen leuchteten auf. Sicher. Toll, dann hole ich dich am Samstag gegen 18 Uhr ab. Ryan küsste mir auf die Lippen und ging weg. Als er ging, stand Deandra mit den Händen in der Hüfte da. Was sollte das denn? Ryan hat mich zu einem Date eingeladen. Deandra seufzte. Du liebst ihn, nicht wahr? Ich nickte. Gut, dann werde ich deinem Glück nicht im Wege stehen. Danke, ich umarmte sie. Lass uns am Samstag einkaufen gehen und dir ein hübsches Outfit besorgen. Vergiss diesmal nicht, in seiner Hose nachzusehen, ob sein Portemonnaie da ist. Ich gluckste. Samstagabend war Ryan der perfekte Gentleman. Er gab mir Blumen zu mir nach Hause und holte Dad ab, bevor wir rausgingen. Im Restaurant sorgte er dafür, dass wir den besten Service bekamen. Und auf Coney Island waren wir ein paar Mal gefahren und Ryan hat mir ein paar Stofftiere geschenkt. Wie wär's, wenn wir in Haunted Mansion gehen, sagte Ryan. Ich weiß nicht, ob ich mich zu Tode erschrecken will. Er drückte mir sanft die Hand. Keine Sorge, ich werde nicht zulassen, dass dir was passiert. Ich seufzte und lächelte. Okay, lass uns gehen. Wir erreichten das Haunted Mansion. Ich dachte mir schon, dass hier viele Leute sind. Ryan bezahlte den Typen am Eingang. Heute ist ein besonderer Abend, nur für Paare. Ryan und ich betraten die Geistervilla. Ich drückte Ryans Hand und schrie, als Spinnen und Zombies auf uns zustürzten. Als wir fast am Ende angekommen waren, drückte ich Ryan gegen die Wand und jemand hielt seine Hand durch die Löcher der Wand fest. Ich küsste ihn und lächelte dann. Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich streichelte sein Kinn. Der Grund, warum dir das passiert ist, ist, weil ich es so wollte. Ryans Lächeln erstarrte. Was?
Weißt du, wie einfach es war, deine Freunde zu bestechen, damit sie deine Akne-Creme austauschen? Oder deinen Friseur zu bezahlen, damit er Haarentferner auf deinen Kopf verwendet? Ich habe jemanden deine Jacke stehlen lassen und den Laden ausrauben lassen. Und die Schlägerei war ich nicht. Aber sie hat mir geholfen, mein Ziel zu erreichen. Typen wie du hören nie auf, bevor sie echt niedergeschlagen sind, okay? Und wenn ich Zugang zu deinem Telefon und den vielen Mädchenherzen habe, die du gebrochen hast, dann ist das das Finale. Ich trat einen Schritt zurück. Okay, Mädels, ihr könnt ihn haben. Jedes Mädchen, das Ryan jemals misshandelt hatte, trat aus dem Schatten. Ich verließ das Haunted Mansion und reichte dem Typen am Eingang ein Batzen Geld. Wie versprochen. Er neigte seinen Hut und stellte ein Schild mit der Aufschrift geschlossen am Eingang auf. Was soll das heißen, er ist einfach gegangen, fragte Diandra am nächsten Tag. Genau das, was ich gesagt habe. Er bekam einen Anruf und sagte, er müsse weg. Ich richtete mein Outfit im Badezimmerspiegel. Plötzlich stürmte Cassie ins Bad und zeigte auf mich. Was hast du getan? Ryan ist im Krankenhaus und der einzige Name, den er immer wieder genannt hat, ist deiner. Cassie, was meinst du mit Ryan ist im Krankenhaus? Was ist passiert? Diandra stellte sich zwischen uns. Also, er wurde heute früh auf dem Victoria Square gefunden und zwar wurde er schwer verprügelt. Und wieso ist das Phoebes Schuld? Warum ruft er sonst ihren Namen? Vielleicht, legte ich den Kopf leicht schief, weil er mich jetzt liebt und nicht dich? Ich fing Cassies Hand auf halbem Weg ab, als sie versuchte, mich zu ohrfeigen. Ich trat auf sie zu, meine Augen waren dunkel. Wenn du deine Haare nicht verlieren willst, schlage ich vor, dass du es für dich behältst. Ich ließ sie los. Lass uns den Unterricht schwänzen und ins Krankenhaus fahren. Diandra nickte und folgte mir aus dem Bad. Manchmal brauchen Menschen keine Freundlichkeit, manchmal brauchen sie eine Dosis ihrer eigenen Medizin.